Herzlich willkommen zum Thema Wellness und Gesundheit. Und wer kann das nicht gebrauchen? Wellness sowieso, ne? Da stehen wir ja alle drauf. Und Gesundheit auch. So, und wie wir das machen, das verraten wir Ihnen gleich. Und vor allen Dingen schalten Sie auf gar keinen Fall ab, denn wir haben ein super, beziehungsweise mehrere super brandneue Produkte. Das können wir uns übrigens mal anschauen in einer kleinen Vorschau, auch genannt Preview. Und da haben wir richtig schöne Handtücher. Nachdem Sie ja unsere Baumwollhandtücher so geliebt haben und uns ganz zahlreiche Kunden geschrieben haben, wir wollen mehr, haben wir uns gedacht, okay, Sie bekommen diese Handtücher und heute haben wir sie hier. Und wir haben nicht nur die Handtücher hier, sondern wir haben auch noch Carsten Roland hier. Da bin ich aber froh, dass erst die Handtücher kommen und dann ich mit dazu. Auch von meiner Seite recht herzlich willkommen zu unserer Wellness-Sendung am heutigen Tage. Bevor wir uns aber ein bisschen ausführlicher mit den Handtüchern beschäftigen, die wir natürlich in zwei verschiedenen Größen und auch in unterschiedlichen Farben für Sie in einer Wahnsinnsqualität bereithalten. Sie werden überrascht sein, wenn Sie gleich die Preise dazu sehen. Möchten wir uns erstmal mit so ein paar Deko-Ideen für zu Hause beschäftigen. Und da sind wunderschöne Geschichten mit dabei, allen voran auch diese Echtwachs-LED-Kerzen, die ja wirklich einer echten Kerze zum Verwechseln ähnlich sehen, aber eben so diese ganzen Risiken nicht so mitbringen, die normalerweise offenes Feuer in der Wohnung eben mit sich bringt. Ja. Und warum diese täuschend echt aussehen, das hat zwei Gründe. Einmal, weil die kleine LED in der Mitte flackert. Ja. Weil eine richtige Kerze, die steht ja auch nicht still. Richtig, die flackert auch. Und zum anderen, das mache ich jetzt mal hier mit der ersten Kerze, ist das ein Echtwachsmantel. Ja. Upsa. Mantel. So. Das heißt, ich kann hier wirklich den Wachs abheben und dadurch sehen die wirklich täuschend echt aus. Verrückt gemacht, ne? Und sehr, sehr schön gemacht, auch hier mit den Tröpfchen, die da runterkommen an der Seite, als wenn eine richtige Kerze runtergebrannt wäre. Nur, dass diese hier natürlich nicht runterbrennen. Sie simulieren quasi den Schein einer echten Kerze, sehen einer echten Kerze auch ehrlich gesagt zum Verwechseln ähnlich. Vielleicht nicht unbedingt in so einer Studiodekoration mit 20 Scheinwerfern über uns. Aber wenn Sie die ein bisschen schön in Szene setzen, bei etwas schummrigem Licht, vielleicht für zu Hause oder gerade jetzt so ins Frühjahr rein, die ersten Abende, die man vielleicht mit Freunden oder Bekannten auf der Terrasse, auf dem Balkon verbringt, da kann man sowas hervorragend einsetzen, weil der Windstoß macht diesen Kerzen ja gar nichts. Eine echte Kerze musste immer wieder neu anzünden, man lässt es bleiben. Diese hier gehen natürlich niemals aus, es sei denn, sie betätigen einfach den Ausschalter an der Unterseite. Einmal kleines Geld investieren und ewig davon profitieren bzw. Freude haben, weil eine richtige Kerze, wissen wir ja alle, die brennt sehr schnell runter und da hat man auch mal sehr schnell viel Geld gelassen. Ich schau mal hier bitte, wenn du jetzt hier eben nicht im Bücherregal mal aufstellen, wenn es eine richtige Kerze wäre. In einem Bücherregal. Sie haben ja gerade schon gesehen, ich habe das hier auf so eine weiße Leiste aufgesteckt. Das ist unsere Akkuladestation. Das heißt, selbst wenn der Akku leer geht, dann müssen Sie nicht neue Kerzen kaufen, sondern Sie packen die einfach hier auf die dafür vorgesehene Ladestation. Richtig, ganz genau. Sie sind in kürzester Zeit wieder aufgeladen und pro Akkuladung halten unsere Kerzen ungefähr 8 Stunden. Das heißt also auch mal ein etwas längerer romantischer Abend oder mal ein schöner Abend, den Sie mit Freunden oder Bekannten beim Essen verbringen. Die machen sowas ohne weiteres mit. Und das Schöne ist, selbst wenn man mal von mir aus vergisst, so eine Kerze auszumachen, kannst du trotzdem immer noch locker zum Einkaufen gehen oder mal mit dem Hund Gassi gehen. Normalerweise, wenn dir sowas einfällt, Mensch, du hast eine Kerze brennen lassen im Wohnzimmer oder was, am besten noch in der Nähe vom Vorhang bei einem offenen Fenster, dann denkst du ja wunderst schon, dass gleich in jedem Moment die Feuerwehr anrücken würde. Hier haben wir tatsächlich den Schimmer einer echten Kerze. Auf wenige Zentimeter Entfernung kann man schon gar keinen wirklichen Unterschied mehr erkennen. Aber eben, es gibt eben keine Ruß, es gibt keine Geruchsentwicklung und es gibt eben auch keine Brandgefahr. Egal, ob du die jetzt in einem geschlossenen Sideboard reinstellst oder von mir aus auch mal irgendwo in der Nähe einer Gardine oder was, wenn da mal ein Luftzug geht und die Gardine dann an ein echtes Feuer rankommt, da ist ja gleich Matthäus am letzten. Hier nicht und vor allen Dingen hast du ewig Freude dran. Alle, die Kinder im Haushalt haben, werden diese Kerzen lieben. Alle, die Katzen und Hunde im Haushalt haben, werden diese Kerzen vergöttern. Denn wir alle wissen ja, Tiere und Kinder sind sehr neugierig. Und wenn man dann den Kindern sagt, du greifst da jetzt mal nicht rein, dann machen die das. Weil klar, logisch, ich will ja auch wissen, warum darf ich das jetzt nicht. Ne? Ja. Schlagen Sie hier zu, praktisches Sechser-Set bekommen Sie mit der NC6323 und der 569 für 28,41 €. Schlagen Sie hier zu. Denn damit kann man auch wunderschön die Badewanne dekorieren. Ich bin ja so ein Fan von. Habe ich das einmal gemacht und nie wieder, weil lange Haare sehr gut brennen, habe ich dann irgendwann festgestellt. Das geht voll außerdem so haben wir unsere LED-Kerzen. Die sind übrigens. Nein, das ist momentan ausvergriffen. Ausverkauft.
Also ausverkauft und vergriffen ist bei mir ausgegriffen. Ausgegriffen. Ausgegriffen also, ist dieses Produkt. Wir zeigen dir jetzt mal was richtig schön Ausgegriffenes. Nein, Mensch. Das ist momentan vergriffen, kommt aber bald wieder nach. Das ist unser Badewannenauflage und das ist richtig toll. Das ist doch jetzt wirklich mal Luxus pur. Ich bin zwar ein Mann, aber trotzdem lege ich mich ganz gerne mal nach so einem langen, anstrengenden Tag, gerade wenn du jetzt so draußen warst, der eine oder andere wird jetzt anfangen, vielleicht auch mal seinen Vorgarten in Schuss zu bringen, vielleicht auch hinten mal im Garten ein bisschen was zu machen. Und wenn dann so richtig schön das Kreuz wehtut, wenn sie so richtig schön den Schmutz bis in die kleinste Pore drin haben, dann lege ich mich auch als Mann eben ganz gerne mal in ein schönes, entspannendes Schaumbad. Ich weiß, du musst dass ja nicht alleine ins Schaumbad steigen. Das ist richtig, ne? Ja. Ja. Umso interessanter wird die Geschichte. Sie ganz genau. Zwei Gläser von ganz genau. Wir haben nämlich hier eigentlich eine Badewannenauflage quasi für zwei Personen. Denn ich sag mal, zu zweit baden macht doch in der Regel dann doch noch etwas mehr Spaß. Nur wohin mit dem Glas? Wohin mit dem Buch, wenn man sich mal ein bisschen entspannen möchte? Wohin mal mit einer Kerze? Oder vielleicht auch mit anderen Dingen, die man normalerweise ganz gerne mal in nächster Nähe hat? Mal noch ein bisschen singen. Es kommt einem her zum, was? Wenn ich im Badezimmer... Okay, ah, okay. Warum nicht? Also ganz ehrlich, wenn ich im Badezimmer anfange zu singen, sitze ich aber ruckizucki alleine in der Badewanne. Echt? Ja. Glauben Sie mir das. Ist eine ganz tolle Geschichte, ist vor allen Dingen natürlich wasserfest, ist alles hier aus Edelstahl. Und das Schöne ist, Sie können natürlich hier die Breite auch jederzeit variieren. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Also je nachdem, ob die Badewanne etwas breiter oder etwas schmaler ist, passt das wirklich ganz hervorragend. Jetzt willst du es aber wirklich wissen hier, ne? Ich mach's uns gemütlich, weil es... ich meine, es ist doch wirklich schön, da kann ich eine Kerze dekorieren, da kann ich währenddessen ein bisschen singen oder lesen. Wer nicht singen kann, der liest den Text einfach vor. Und dann kann ich hier mittels Buchstütze das Ganze natürlich auch schön verstellen. Ne? Also wenn wir das jetzt zu steil ist. Du kommst ja nicht durch. Also wenn das jetzt so in der Badewanne hängt, hast du nach unten ein bisschen Platz. Hier haben wir drei verschiedene Höheneinstellungen, sodass man das Buch also jederzeit im Winkel verstellen kann. Das, was du da gerade nochmal machst, das ist diese Ausziehmöglichkeit. Zwischen 60 und 90 Zentimeter wäre da die Breite. Das ist eine klassische Badewannenbreite. Eine etwas kleinere, eine etwas schmalere für die Single-Wohnung. Eine ganz normale mit 90 Zentimeter Breite. Das ist eigentlich so das, was man normalerweise in den Haushalten vorfindet. Eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Natürlich noch mit Aufbewahrungselementen mit drin, wo man auch mal Shampoo, Seife oder mal eine Nagelbürste oder was ablegen kann. Also einfach ein nettes Gimmick mal für die Badewanne, damit die ganzen Geschichten, die sie sonst immer auf dem Rand stehen haben, nicht ins Wasser plumpsen. Und dass alles auch trocken und sauber bleibt. Derzeit vergriffen, ist in wenigen Tagen wieder zu haben. Sie können sich ausgegriffen. Bitte, Verzeihung, ausgegriffen. Derzeit ausgegriffen, können aber trotzdem gerne zugreifen. Sobald wir die Lieferung bekommen, schicken wir es Ihnen dann gerne nach Hause. Die NC 7123 und die 569 wäre dafür die passende Bestellnummer. Jetzt noch eine Massage dazu. Oder ein leckeres Glas Wein, gutes Buch und dann noch eine Massage dazu. Ach, das sind aber gleich drei Wünsche auf einmal. Und jetzt? Macht gar nichts, weil wenn man jetzt seinen Partner fragt, Mensch, Schatz, kannst du mich mal massieren? Das ist dann meistens so ein... Ich habe doch die Hand verrenkt gestern. Genau aus diesem Grund, weil ihr Männer immer diese Ausreden habt, haben wir jetzt unser Newton Medicals wasserfestes Massagekissen. Also da stecken viele Begriffe drin. Einmal ein Kissen, da kann ich dann meinen Nacken ablegen oder meine Waden oder meine Oberschenkel, was auch immer. Und auf Wunsch vibriert das sogar. Ja, ich habe eine Zeit lang mir immer diese Handtücher als Sushi-Rolle gefaltet, aber wenn ich dann mal wirklich vorgegangen bin zum Duschshampoo, dann ist das Handtuch immer in die Wanne gefallen. Das war nicht so schön. Das hier ist übrigens auch Spritzwasser geschützt. Genau, und das ich muss es festhalten, sonst rutscht es mir runter, weil ich Ihnen einfach mal zeigen möchte, wie das vibriert. Und ich habe jetzt hier mal auf stärkste Stufe gestellt. Grundsätzlich haben Sie zwei Intensitätsstufen zur Verfügung. Ganz egal, ob Sie jetzt eine etwas sanftere Massage oder vielleicht auch eine etwas härtere Gangart bevorzugen. Das Kissen macht es locker mit. Und das Schöne ist, Sie haben natürlich hier noch diese... sagen wir mal Gefühlsnoppen mit dabei, die die Massage noch mal ein Stück weit unterstützen. Das ganze Kissen ausgesprochen weich, sehr, sehr angenehm. Und das ist das Innenleben, was du gerade zeigst. Gibt es natürlich auch noch das Innenleben, das will ich Ihnen auch noch mal präsentieren. Das ist nämlich das Herzstück, was vibriert. Das heißt, das Massagekissen könnte auch gerne... Die also lachen dahin. Das Massagekissen könnte man jetzt auch sich in den Nacken legen und man könnte das Kernstück auch getrennt benutzen oder auch zur Seite legen. Ne? Das vibriert, lege ich hier mal ab, da merkt man das schön. Und damit kann ich dann in zwei Stufen wählen, also ob ich es ein bisschen sanfter mag oder lieber ein bisschen härter. Das stelle ich dann hier ein. Ja, und dann führe ich das einfach nur noch ganz sanft ein und kann es dann benutzen. Und das alles für 18,91 €. Das ist wirklich mal ein Knaller. So, was ich Ihnen noch zeigen wollte, das sind natürlich jetzt mal die... Ich habe ein bisschen was im Hals, glaube ich, gerade. So, jetzt gucken wir uns mal hier die Saugnäpfe an. Ja, gucken wir uns doch mal die Saugnäpfe an. Also, das saugt sich fest, ne?
an der Badewanne, dann wird es festgesaugt und dann können Sie sich richtig schön kräftig durchmassieren lassen. Ich finde es toll, weil ich kann es überall anwenden. Nicht nur im Nackenbereich, sondern auch mal unter die Knie, unter dem Rücken oder andere empfindliche Körperregionen. Und dann wird das hier einfach nur an die Wanne angebracht. Natürlich auch Waden, Schulter, Nacken, überall einsetzbar, egal wo Sie wollen. Natürlich auch noch andere Zonen, die ich jetzt nicht genannt habe. Und das für kleines Geld, für 18,91 €, da sollte man zuschlagen. Genuss hoch 2, entspannt baden und sich dabei massieren lassen. Das mit der NC5110 und der 569. Ich danke dir sehr für deine Professionalität und bin gerade überrascht, Kein dass Problem. Du dabei so ernst bleiben kannst. Unser Massagekissen. Ich habe das Kissen schon oft genug vorgestellt. Liegt daran. Unabhängig davon ist das wirklich eine sehr, sehr angenehme Angelegenheit. Auch da nochmal, wenn man abends natürlich mal nach einem langen Tag einfach mal in der Badewanne Platz genommen hat und sich da mal richtig schön massieren lassen kann. So lange und so intensiv, wie Sie das möchten. Eine ganz tolle Angelegenheit. So, jetzt haben Sie vielleicht ein bisschen Hornhaut unter die Füße, unter den Füßen, die muss weg. Oh, wie möchten romantisch. Von der stimulierenden Massage zurück zur Hornhaut, man gönnt ja sonst nichts. Ne? Was willst du denn machen? Das ist menschlich. Haben wir den Bimstein mit dabei und das alles sehr schön in unserem 6-in-1-Set, in unserem Badezuber. Finde ich sehr, sehr schön. Ist ein ausgesprochen dekoratives Element mit allem drin, allem dran, was man haben möchte. Mit dieser Lymphdrainage, beziehungsweise mit dieser Drainage-Massagemöglichkeit, der Bürste, dieser Nagelbürste natürlich und auch hier dieser, ja, wie soll man es nennen? Das hier, den Rückenschrubber? Rückenschrubber. Okay. Sind zwei Seiten. Ja. Weil, also ehrlich, am Rücken kommt man ja nicht immer ganz so gut dran. Und hiermit kann ich mir den Rücken einmal schön abschrubbeln. Mhm. Oder später auch hier den Lymphdrainageroller, dann mir schön hier mich einmal durchmassieren. Das geht natürlich auch. Das ist übrigens sehr, sehr angenehm. Oder vom Partner dann so den Rücken auch einmal schön durchmassieren lassen. Natürlich den Bimsstein nicht zu vergessen, den du ja gerade schon angesprochen hast. Das ist, glaube ich, dein Lieblingsprodukt. Genau, für die romantische Hornhautentfernung. Ne? Ja. Genau. Und das ist natürlich super für die Nagelpflege. Vor allen Dingen haben wir hier die auf beiden Seiten drauf. Das heißt, man kommt also wirklich mal bis unter die kleinsten Kanten runter. Wenn Sie jetzt im Garten gearbeitet haben und normalerweise die Erde irgendwo unter den Nägeln hängen, kriegen Sie es damit wieder richtig gut weg. Die Bürste scheint dir auch gut zu gefallen. Ja, ne? Passt gut in jede Handtasche. Die ist echt schön. Die ist nämlich aus, oder alle unsere Produkte sind aus hochwertigen Naturmaterialien, diese Bürste auch. Übrigens, ich habe mir mal gewöhnt, nur diese Holzbürsten zu kaufen, weil dadurch werden die Haare nicht so elektrisch aufgeladen. Ne? Kennst du das im Winter, wenn die so rumfliegen? Ja. Und hier, diesen kleinen Pottich, da kommt alles rein, kann man später auch mit Blumen bepflanzen. Den finde ich cool hier. Oder aber auch für die Frauen mit Schmuck, da findet alles, ist für mich auch ein schönes Geschenk. Ne? Das finde ich, das ist genau der Punkt. Also für sich selber, aber natürlich auch mal als Geschenk eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Ja. Und ich sehe sowas immer ganz gerne mal in den Hotels oder in den Wellness-Einrichtungen der Hotels, wo sowas normalerweise auch immer sehr schön drapiert und in Szene gesetzt wurde. Ja. Ich denke mir immer, Mensch, klasse, sowas mal für zu Hause, fürs Badezimmer, fürs Gäste-WC, warum denn eigentlich nicht? Vielleicht haben Sie eine Sauna oder was auch selber im Haus, da passt sowas auch mal ganz gut rein. Es ist eigentlich ein schönes Utensil und das für gerade mal 6,56 € mit der NC4805. Und der 569, ich glaube, das waren ein, zwei Härchen von der Nagelbürste. Warum? Weil sie kurz und blond sind? Ja, NC4805 und die 569 für unser sechsteiliges Badeset aus Naturmaterialien. Ich fasse nochmal für Sie zusammen, was da alles drin ist. Einmal natürlich die dekorative Holzschale, den Rückenmassagegurt, den Massageroller, die Haarbürste, die Nagelbürste und den Bimsstein. Das für 6,56 € ist natürlich ein Knüllerpreis. Da sollte man nicht allzu lange warten. Das ist bestimmt unser nächstes Produkt, was bald demnächst wieder ausverkauft ist. Könnte ich ein mir schönes auch vorstellen. Ostergeschenk, ne? Du, ganz ehrlich, 20. April, ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, ist Ostersonntag. Und wenn man da vielleicht die Familie zu Gast hat, vielleicht nochmal so eine Kleinigkeit suchen. Muss ja nicht immer gleich ein großes Geschenk sein. Manchmal sind es auch die kleinen Gesten, die durchaus zählen, die mir persönlich immer wesentlich lieber sind, wenn sie ehrlich gemeint sind, als die großen Geschenke. Ja. Sage ich Ihnen ganz ehrlich, dann wäre das mal eine tolle Möglichkeit. Wir sind bei unseren Handtüchern angekommen. Oh, ja. Und die hast du eingangs schon erwähnt, die finde ich mal richtig klasse. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir wollten eigentlich von Anfang an nie unbedingt so viele Handtuchsendungen produzieren oder so viele Handtücher zeigen. Aber dadurch, dass Sie in dieser Hülle und Fülle zugreifen, haben wir nochmal ordentlich nachgelegt. Und diese sind neu bei uns im Programm. Relativ neu, seit 2, 3 Wochen haben wir sie jetzt im Programm. Und wir haben sie vor allen Dingen in 2 verschiedenen Größen. Wir haben sie einmal 80 auf 40 cm als klassisches Handtuch.
Wir haben sie natürlich auch in der großen Variante 1,80 auf 90 cm als klassisches Badetuch. Boah, und die sind so schön. Richtig schön. Das ist diese Mikrofaserqualität. Das ist die Mikrofaser, ne? Die ist so unglaublich weich, da will man sich sofort hineinkuscheln. Mhm. Haben wir jetzt natürlich alle in verschiedensten Farben. Die erste Farbe erinnert mich immer so, das ist so diese typische Hugh Hefner Farbe. Kennst du, der hatte doch immer so einen Bademantel an. Oder ja, hat der vielleicht immer noch? Hat den gibt's ja noch. Ich glaube, der hat davon einen ganzen Schrank voll. Aber dieses Bordeaux-Rot, weißt du, ein bisschen genau. Mit diesem Paisley-Muster drauf, das ist für mich Hugh Hefner. Ja. Hat jetzt zwar hier kein Paisley-Muster, aber dafür ist es aus hochwertiger Mikrofaser gefertigt. Überlegen Sie mal, wissen Sie auch, warum Mikrofaser so weich und fein ist? Weil eine kleine Mikrofaser ist 100-mal feiner als ein menschliches Haar. Kaum vorstellbar, oder, wenn man das so hört? Ja, es ist unglaublich und boah, die sind so schön, da will man sich am liebsten gleich reinkuscheln. Der, ne? Vorteil dadurch, dass Mikrofaser oder dass eine Faser der Mikrofaser wirklich 100-mal dünner ist als ein Haar, ist einfach darin behaftet, dass man hier wesentlich enger weben kann. Das heißt, du hast wesentlich mehr Material pro Quadratzentimeter, um es mal einfach zu formulieren. Und dadurch kriegst du diese enorme Saugstärke hin. Eine Saugstärke, die man gerade bei der Mikrofaser eben auch mal im Küchenbereich oder auch in anderen Stellen des normalen Alltags sehr zu schätzen weiß. Sie ist eben extremst saugstark und trocknet dabei unglaublich schnell wieder ab. Ja. Jetzt haben wir zwei Seiten. Die eine Seite besteht aus dieser etwas fluffigen, sehr saugstarken Materialdichte und die Rückseite ist etwas feiner. Vom Flor her würde ich jetzt mal sagen, auch die ausgesprochen angenehm und weich, nur nicht ganz so dick vom Material hier. Damit wir vielleicht mal einen direkten Vergleich haben, klappe ich einfach die Seite mal um. Stimmt. So sehen die beiden Seiten aus. Also die etwas gröber und die hier etwas feiner. Beide sind also wirklich so weich wie ein Babypopo. Ganz toll gemacht. Wunderschön, das sind jetzt die kleinen mit 80 mal 40 cm. Das wäre so für mich das typische Gästehandtuchgrößenformat oder auch mal eben um die Haare schnell trocken zu rubbeln. Aber ein großes haben wir natürlich auch noch für Sie. Das habe ich jetzt hier, das ist für den kompletten Körper. Strandhandtuch, Badehandtuch, Saunahandtuch, nehmen Sie es, wie Sie es nehmen wollen. Das ist jetzt nämlich 180 mal 90 cm groß. Mhm. Oh, da würde ich mich jetzt am liebsten reinlegen. Das ist so schön. Das ist, gemütlich. Wie in Mamas Schoß. So richtig schön, weich, kuschelig. Man fühlt sich geborgen, ne? Also es ist Wahnsinn. Haben Sie die Preise natürlich gesehen? Jetzt für das Große hier auf 1,80 mal 90 cm in der Farbe Rot. Es ist so ein schönes Bordeaux-Rot, kein Knallrot, sondern wirklich ein richtig schönes, edles Bordeaux-Rot für gerade mal 16,06 €. Also ganz ehrlich, in dieser Qualität, bei dieser Größe jetzt hier, zahlst du im Einzelhandel, je nachdem, was draufsteht, so mindestens 29,90, 39,90. Je nachdem, was draufsteht, bist du auch schon mal bei 59,69 Euro angekommen. So, verpackt wird das natürlich auch, das gute Stück. Und das wirklich sehr, sehr schön in dieser Art Röhre, die wir hier haben. Finde ich super gemacht. Denn hier kann man tatsächlich mit diesen Schlaufen hier, entweder hier oben oder ganz einfach an diesem Haken, so ein Handtuch auch jederzeit mal mit sich nehmen. Ja, also wenn Sie einen Rucksack beispielsweise haben, wenn Sie zum Camping gehen, haken Sie das einfach an, dann haben Sie das Handtuch immer griffbereit. Und so ist es natürlich auch mal schnell verstaut und so hast du es auch einfach mal platzsparend im Koffer verstaut, wenn es mal in den Urlaub geht. Ne? Apropos Urlaub, ne? Also wenn man dann die Handtücher in Benutzung hat und dann später vielleicht seine benutzte Wäsche dann hier reinpackt, ist natürlich auch schön. Also super. Ganz ehrlich, die sind super leicht und klein, die kann ich super schön zusammenfalten. Ideal für den Urlaub. Ich nehme ja auch mal meine Handtücher mit. Eigentlich haben die ja im Urlaub immer welche, aber ich finde die immer so hart. Also die sind bockhart. Vor allem will ich gar nicht wissen, wie viele hunderte Menschen vorher schon auf diesem Handtuch gelegen haben. Und deswegen habe ich es ehrlich gesagt auch im Urlaub ganz gerne, wenn ich einfach mein eigenes Handtuch habe. Gerne auch ein bisschen peppiger von der Farbe her. Das müssen ja nicht gerade Comic-Motive sein. Ich denke, da haben wir auch hier mit dem Orange, mit dem knalligen Grün, was wir Ihnen gleich noch zeigen, tolle Farbgebungen im Programm, die einfach auch den Liegestuhl mal ein bisschen individualisieren. Wenn ich da jetzt an den klassischen Strand irgendwo auf Mallorca denke. Die haben ja immer alle weiße Handtücher, aber die sehen doch alle gleich aus. Da weiß der ich verlaufe mich jedes Mal. Ich bin jedes Mal immer am falschen Liege, weil ich immer denke, das ist mein Platz, aber ist es gar nicht. So mit einem Handtuch falle ich natürlich auf. Ne? Definitiv. Also das für kleines Geld, 16,06 €. Für zwei verschiedene Oberflächenhandtücher, also das ist schon ein absoluter Knüller für echte Mikrofaserhandtücher. Da bezahlst du an anderer Stelle viel mehr Geld, teilweise Heimgeld bis 40 Euro. Ne? Richtig, also je nachdem, was da drauf steht, zum Teil also auch mal 50, 60 Euro pro Handtuch. Da kenne ich also einige Premium-Anbieter, die da eiskalt ganz tief in ihre Tasche greifen. Waschbar sind sie natürlich auch. Das sind vernünftige schön. Handtücher, bei 40 Grad einfach in die Maschine schmeißen. Und gut ist die ganze Geschichte. So, jetzt haben wir Rot kennengelernt. Jetzt werden wir uns aber mit Grau beschäftigen.
Blau, Grün, Orange und Schwarz stellen wir Ihnen gleich natürlich auch noch vor. Das Grau mag ich einfach deswegen, weil es eine klassische, eine zeitlose Farbe ist, die du, und ich bin froh, dass du es gerade machst, einfach mal wirklich mit allen Farben kombinieren kannst. Das sieht doch richtig schick und edel aus. Wie sagt man so schön, so dumm ein Gedanke? Ja. Nee, aber das Grau, weiß, schau dir das mal genau an, wenn das schimmert immer so ein bisschen silberfarben. Ne? Ja. Das finde ich ja wirklich was ganz Edles. Also wenn Sie sowas im Gästezimmer hängen haben, beziehungsweise auf dem Gäste-WC, dann werden Sie bestimmt angesprochen und sagen, boah, wo habt ihr das denn her? Also, ja, das ist wirklich was ganz Besonderes. Das sieht sehr teuer aus, fühlt sich übrigens auch sehr teuer an. Allerdings haben wir hier gerade mal einen Preis von 6,56 € für ein Handtuch in der Größe 80 x 40 cm in einer wirklich Wahnsinnsmaterialausführung. Und auch hier wieder auf zwei Seiten. Auf der einen Seite haben Sie diese etwas, wenn ich jetzt sage, rauere Struktur, dann verfälscht das eigentlich das Ergebnis. Es ist wirklich weich wie ein Babypopo, aber einfach etwas grobfloriger. Ich mag und die Rückseite, Seite ja, die ist flauschiger, oder? Und die Seite hier etwas feiner gewebt, nicht ganz so auffällig. Der eine mag es so, der andere mag es so. Also da suchen Sie sich bitte die passende Seite raus. Natürlich komplett eingesäumt, dass da also auch nichts ausfransen kann. Also einfach richtig schön gemacht und richtig edel sehen Sie aus. Sie sehen einfach teuer und luxuriös aus, kosten aber gerade mal einen Bruchteil dessen, was man normalerweise an anderer Stelle bezahlen muss. Hier haben wir es nochmal in der Farbgebung Grau. Mhm. 1,80 Meter mal 80 cm kommen wir hier auf einen Preis von gerade mal 16,06 €. Also da bitte auch nicht schüchtern sein. Wir haben großzügig eingekauft. Da können Sie sich mal ordentlich mit eindecken. Für Sie eingeblendet ist übrigens gerade das große Handtuch. Also ja, das Körperhandtuch, das Badehandtuch, das Strandhandtuch, das Saunahandtuch. Wie auch immer Sie das gerne handhaben möchten. Und das ist richtig groß. Ja. Ja, 1,80. Ich bin ziemlich genau 1,80 groß, da könnte ich mich also locker drauflegen. Schauen Sie mal hier. Das ist die Vorderseite. Ich bleibe jetzt mal richtig aus hier. Einmal so. So. Dankeschön, so lange sind meine Arme nämlich gar nicht. Und dann drehen wir es vielleicht auch mal auf die Rückseite. Warte mal, ich klaue dir mal die eine Ecke hier. Machen wir einen Tausch? Ja. Eine Ecke geben, eine Ecke nehmen. Schau mal hier. Auch schön, oder? Schön. Ja, ja, gefällt also mir diese sehr, eine Seite, sehr die so leicht changiert, die so diese leichten Farbtupfel hat, das ist diese hier. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Kannst du also wirklich auch hier so ein bisschen die Maserung gegen die Maserung mit dem Strich streichen. Und dann eben die andere Seite, die etwas glatter gehalten wurde. Sehr schön gemacht. Und wo wir gerade so nah drauf sind, kann ich Ihnen auch hier mal die Ränder zeigen. Also auch die Ecken hier, das ist einfach eine super Verarbeitung. Da legen wir großen Wert drauf. Also bitte haben Sie jetzt keine Angst, nur weil wir jetzt wirklich verschwindend geringe Preise dafür verlangen, dass Sie hier irgendwie auf Qualität verzichten müssen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben hier absolute Top-Ware eingekauft für Sie aus dem Hause Semtec. Kennt man, wenn man sich ein bisschen mit Qualität auskennt, wenn man ein bisschen Sachverstand hat, wenn es um Handtücher in dieser Kategorie geht. Und insofern ist der Preis, den wir gerade dafür aufrufen, für die Kleinen und für die Großen wirklich nahezu eine kleine Sensation. Also Blau finde ich auch eine sehr schöne Farbe. Oh ja. Auch gerade so die Kombination, weil wir das hier so liegen haben, Grau und Blau, gefällt mir auch, glaube ich, ganz gut. Da blenden wir Ihnen jetzt auch gerade noch mal das große Handtuch ein, also 180 x 90 cm. Mhm. Ja, du zeigst uns gerade noch mal die Waschmarke. Ja, die genau, es ist nämlich wollte ich noch mal kurz zeigen, hier, damit Sie wissen, was waschbar. Sache ist. So, mal hier. Wer guckt? Die? Okay. Ja, gucken wir mal gerade. Also hier bei 40 Grad in die Maschine rein. Oh, und man muss es nicht bügeln, ist ja noch besser. Hast du jemals ein Handtuch gebügelt? Naja, es gibt manchmal, wenn du so ganz billige hast, die sehen dann immer so zerknittert aus. Aber die hier muss man nicht bügeln. Ja, Gott sei Dank, ich bin ja so eine volle Hausfrau. Also, braucht man nicht. Einfach kurz bei 40 Grad in die Maschine rein. Der Rest trocknet eigentlich innerhalb von Windeseile von selbst. So, wir sind bei der Farbe Blau. Dann falte ich das Grau mal zusammen. Entschuldigung, ja, ich habe mich jetzt mit kein der Waschmarke Problem so ein bisschen vergaloppiert. Aber ich denke, das sollte man auch mal zeigen. Thema. Oder? So, ja, so, nachdem wir Ihnen hier Blau gezeigt haben, zeigen wir noch gleich mal eine nächste Farbe. Aber Blau sieht schon mal schön aus. Also, so ein Royalblau ist das, oder? So ein etwas dunkleres Blau. Erinnert mich persönlich jetzt wieder an Strand, an Sonne, an Meer, an eine endlose Weite des Meeres, wenn man da jetzt wirklich in Badehose und das mit der Sonnenbrille auf der. Und das erinnert mich an deine Küche. Du hast grün gestrichen, ne? Ja. Ja, ja, ich stehe da drauf. So ein richtig schönes Apfelgrün, weil ich mag halt Farbe. Ne? Und das kann man auch wunderbar im Badezimmer dekorieren, weil gerade das Badezimmer, ne? Was willst du da großartig machen? Da kann man ja nicht streichen und irgendwas. Da finde ich es immer ganz nett, wenn du da ein bisschen ne? Ja, mit ein paar schönen Handtüchern einfach farblich aufwerten kannst. Also ich finde das irre hier, dieses Material. Es ist schade, dass Sie nicht fühlen können. Ich würde Sie eigentlich gerne mal einladen, einfach mal die Hand hier durch die Kamera zu strecken und einfach mal zu fühlen. Glauben Sie uns das, es ist wirklich weich wie ein Babypopo. Sowas ist ein richtiger Hautschmeichler. Mhm. Auch jetzt so in der Übergangszeit, wenn du von mir aus mal früh morgens auf musst, bist du so ein bisschen müde, ist sowieso noch so alles so kalt, der Tag hat noch nicht so ganz angefangen. Und dann kommen Sie aus der Dusche raus
raus, dann möchten Sie bitte ein schönes, flauschiges Handtuch haben. Ja, und dann am besten noch eine Tasse Kaffee dazu. Und da kann der Tag doch wirklich starten. Genau so eine Qualität haben wir hier. Und selbstverständlich wird auch dieses Handtuch, egal ob klein oder groß, jeweils in dieser praktischen Verpackung geliefert. Finde ich super, weil wir hier eben immer noch diesen Karabinerhaken haben. Das heißt, du kannst es jederzeit mal am Gepäck oder was, mal an einem Rucksack, an einer Reisetasche oder was befestigen. Da haben wir es nochmal. Und du kannst es eben hier auch schließen. Und die Idee, hier vielleicht die Schmutzwäsche reinzupacken, ist gar nicht mehr so verkehrt. Ich bin so eine Plastiktüte im Koffer. Ist auch nicht schön. Naja, oder auch so andere Sachen, die man halt braucht. Als Kulturbeutel, als Waschtasche, was auch immer Sie gerne wollen. Als Football. Ja, zum Beispiel auch als Football, warum auch nicht? NX 70 06 und die 569 für unser großes Badehandtuch, also das 180 x 90 cm große Handtuch in dem schönen Apfelgrün, Kiwigrün, wie auch immer Sie das gerne nennen möchten. Ich bin hellauf begeistert von unseren Handtüchern. Da will man sich so richtig schön reinkuscheln, weil das ist wirklich Qualität zum kleinen Preis, aber... Das Orangene würde jetzt unser lieber Harry bestimmt toll finden. Lass mal das Grüne zu, wir sind schon bei Orange. Ich bin meiner Zeit irgendwie ein bisschen hinterher, habe ich heute so das Gefühl. So, zeig mal das Kleine. Ja, danke, danke. Diese netten kleinen Spitzen, merken Sie das? Ich bin nur ehrlich. Okay, ja. Entwaffnet ehrlich. Das ist doch mal eine coole Farbe, oder? Ja, total. Also Hammer. Orange ist natürlich Hammer cool. Übrigens, eine richtige Eye-Catcher. Moment, Entschuldigung, guck doch mal. Sorry, ich war zu schnell. In dem Fall war ich jetzt zu schnell, hast du gemerkt? Ja. Irgendwie, du musst so das Mittelding finden. Wir treffen uns in der Mitte hier. So, jetzt drehe ich aber mal rum. Oder? Pass auf. So, damit wir auch die Rückseite mal sehen. Auch schön, oder? Hat beides immer so diesen changierenden Effekt, finde ich. So dieses leichte Lichtschattenspiel, was wir hier haben. Sehr schön. Also da geht auch morgens die Sonne auf, wenn man da ins Badezimmer kommt und dann diese tollen Farben sieht. Wow, tolle Handtücher, tolle Qualität. Nochmal, wir reden hier von einem Mikrofaserhandtuch mit zwei verschiedenen Seiten. Einmal ein bisschen kuscheliger und flauschiger, auf der Rückseite nicht ganz so kuschelig, aber dennoch sehr weich und gemütlich. Und wir bieten Ihnen es heute in zwei verschiedenen Größen an. Einmal die kleinen, die du gerade in der Hand hast und einmal aber auch das große Badehandtuch mit 180 mal 90 cm Größe. Puh. Das ist doch mal ganz angenehm. Ach so, holla ist das groß, guck mal hier. Guck mal, also kann man auch so aufmoderieren. Wir haben jetzt irgendwelche Peinlichkeiten, können wir jetzt hier erzählen. Also ein bisschen unser kennt wahrscheinlich keiner, oder? Ja, so ein Stück weit, oder? Eine Insel mit zwei Bergen. Nein, es ist wirklich einfach schön. Und glauben Sie mir, so etwas vielleicht auch einfach mal im Urlaub oder mal in der Sauna oder mal am Baggersee oder jetzt im Freibad, wenn jetzt das Wetter wieder einigermaßen anzieht, das finden Sie sofort wieder. Das ist ein Eyecatcher und von der Qualität her absolut fantastisch. Die Kleinen für noch nicht mal 7 €, die Großen für 16 € und ein paar gequetschte. Das macht uns so schnell natürlich keiner nach. Und wir hören auch gerade aktuell, wir hören auch gerade aktuell, dass wieder fleißig bestellt wird. Gerade momentan übrigens die klassischen Farben sehr stark nachgefragt. Das Grau, das Bordeaux-Rot und auch das Schwarz wird gerade sehr stark nachgefragt. Bevor sie wieder leer ausgehen und wieder 2-3 Wochen warten müssen, bis wir endlich die nächste Rutsche bekommen haben. So war das bei den letzten Handtüchern 3-4 Mal ausverkauft innerhalb kürzester Zeit. Am besten jetzt rucki-zucki rein in die Leitung und dann ab dafür innerhalb von 48 Stunden liefern wir Ihnen das gerne mit unserem Partner DHL bis direkt vor die Haustür. Das heißt, Sie müssen also auch nicht mehr großartig in die Innenstadt fahren, dann Parkplatz suchen, machen, gucken, bis Sie endlich mal einen Fachberater haben. Wir schicken Ihnen das alles gerne nach Hause. So, die Farbe Schwarz, ein Klassiker, übrigens auch sehr farbstabil. Hast du mich gerade mit dem Handtuch beschmissen hier? Nein, ich habe es daneben gelegt. Ich habe dich auch schön. Guck mal hier. Mit Wattebällchen beschmissen. Mit Wattebällchen beschmissen. Ich bin Kölner, ich kenne das. So, guck mal hier. Schön. Also coole Schwarz finde ich oder? Das ist ja so der absolute Klassiker, ne? Ja. Also das ist halt Qualität, das ist Stil, das ist Geschmack, das ist einfach nur klasse. Und Schwarz kann man auch wunderbar kombinieren hier zum Beispiel mit unserem Bordeaux-Rot. Ja. Schwarz kann es eigentlich mit allen Farben kombinieren. Ne? Ob das jetzt orange ist oder grün oder blau oder grau oder nur schwarz. Also ganz ehrlich, hier so von der Qualität her, von der Saugfähigkeit her, wäre das doch ein perfektes Handtuch, speziell für den Sport. Gerade das kleine, 80x40 für den Sport. Kannst du es schön zusammenknieten, ne? Also es passt hier komplett einmal in meiner Hand. Ja. Guck mal mal schwarz an hier, guck mal hier. Schöne Farbe, gefällt mir auch gut. Ja. Kleiner Tipp, einmal kurz, bevor Sie es zu Hause zum Einsatz bringen, einfach mal kurz durchwaschen, dann richtet sich der Flor auf und dann hat natürlich auch die Mikrofaser. Flor richtet sich auf, oder was? Wer richtet sich auf? Der Flor. Beim Teppich heißt es Flor, ich weiß gar nicht, die Faser, dann richtet sich die Faser auf. So ist trocknen es, glaube Sie sich auch immer mit Teppich ab, also ich schon. Ich wälze mich immer auf dem Teppich, das habe ich bei unserem Hund abgeguckt. Ja, ganz genau. Ja, so, in der Farbe Schwarz. Auch natürlich hier immer die gleichen Preise, die kleinen liegen bei 6 € und ein paar gequetschte für 80 x 40 cm. Natürlich werden die alle in dieser praktischen
Transporthülle geliefert, wirklich denkbar praktisch gemacht. Und die großen 1,80 x 90 cm kommen auf 16,06 € in den entsprechenden Farben. Ich denke, da werden wir gleich nochmal in Ruhe drüber schauen, dass wir Ihnen da nochmal Artikelnummer und Preis mitgeben. Jetzt haben wir schöne Sachen gesehen, jetzt haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie Ihr Badezimmer vernünftig dekorieren. Jetzt haben wir auch die Handtücher gesehen. Irgendwann ist das Badevergnügen mal zu Ende. Da kommt der Partner vielleicht nach Hause oder das Date wartet auf Sie. Ich wollte gerade sagen, das hat so ein bisschen, als würde ich mich jetzt auf ein Date vorbereiten. Ein Stück weit, oder? Erst dusche ich mich schön, erst die Massage natürlich, dass ich entspannt zum Date gehe, dann mich waschen und duschen und dann schön abtrocknen mit unseren Mikrofaserhandtüchern und dann, dann verführe ich ihn mit einem Damenduft. Nochmal die Kamera aus. Das ist ein Designerduft vom Feinsten. Jetzt muss man wohl dazu sagen, das ist natürlich Sarah Lynn's Gold, was wir Ihnen gerade anbieten. Und viele unserer Zuschauer werden Sarah Lynn's Gold wahrscheinlich kennen. Ich habe ehrlich gesagt mittlerweile aufgehört zu zählen, wie oft wir diese Düfte, die wir Ihnen jetzt gerade zum Abschluss unserer heutigen Wellness-Sendung präsentieren möchten, schon ausverkauft haben. Sie greifen da so zahlreich zu, weil Sie natürlich ganz klar erkannt haben, dass wir Ihnen absolute Top-Qualität anbieten. Ja. Düfte, die also durchaus mithalten können mit den namhaften Düften, für die man so zwischen 80 und 120 Euro in den Parfümerien bezahlen muss. Gleichzeitig haben wir aber auch Wahnsinnspreise. Schauen Sie mal hier, 7,63 € für insgesamt 100 Milliliter. Wohlgemerkt als Eau de Parfum, hier aber in zwei Flakons geliefert. Und das mögen die Damen doch so, oder? Einer zu Hause, absolut, eine für unterwegs. Hallo, also ich habe sowieso immer zwei. Also wenn ich mir einen Duft wünsche, weil ich finde einfach selber kaufen ein bisschen teuer, 60 Euro, dann wünsche ich mir gleich immer zwei. Eins von der einen Verwandtschaft, eins von der anderen. Eins habe ich nämlich immer im Badezimmer stehen und eins in meiner Handtasche. Einfach aus dem Grund, dass ich im Laufe des Tages nochmal nachsprühen kann. Wobei, nachsprühen muss man nicht unbedingt. Das ist nämlich ein hochwertiges Eau de Parfum. Das heißt, super konzentriert. Und mit den hochwertigsten Duftnoten, die man hier nur finden kann. Da ist zum Beispiel Jasmin dabei, da ist Bernstein dabei, Patchouli und Ingwer und Bitterorange. Also richtig hochwertige Düfte, die wir hier für Sie komponiert haben. Und der Flakon sieht auch noch sehr schön aus. Wunderschön, also wirklich eine ausgesprochen gelungene Komposition. Lass uns ruhig nochmal beim Duft an sich bleiben. Wir haben so eigentlich so eine leicht blumige Note, leicht frische, deswegen süßliche Noten sind mit dabei. Also gerade jetzt eigentlich perfekter Duft jetzt für den Frühling oder jetzt so für den beginnenden Sommer natürlich. Ja, oder auch mal abends schön in Theater, Oper, das mal ist der Punkt. Fein du kannst essen es, gehen. Eben, du kannst es tagsüber locker auflegen, da vielleicht einen Spritzer weniger, damit es nicht zu viel wird. Und dann vielleicht am Abend, wenn du einfach nochmal Akzente setzen möchtest, wenn du Punkte machen willst. Ja, wenn du da mit deinem Date beschäftigt bist oder von mir aus da mit deinem Partner was Schönes vorhast, ist das ein toller Duft, der auch mal in die Abendstimmung reinpasst. Ja. Gerade jetzt so ins beginnende Frühjahr hinein. Die Menschen werden doch jetzt langsam erst wieder wach. Ich merke es doch bei mir auch. Ja, und wenn dann, dass du jetzt auch erst wach wirst. Nein, aber es ist doch wirklich wahr. Ich sag mal so, mein Winterschlaf, der ist jetzt so langsam durch. Ich bin im Winter immer müde und abgeschlafen. Und jetzt, wenn die Sonne rauskommt, wenn das Wetter angenehmer wird, wenn die Temperaturen wieder steigen, dann wird es einfach schöner. Dann freut man sich. Da kommt man morgens besser aus dem Bett raus. Da freut man sich so auf den Tag. Und wenn man sich dann von mir aus noch schön kleidet, gut rasiert als Mann oder was, oder als Dame, dann die Haare schön macht, das Make-up auflegt und dann so als Tüpfelchen auf dem I Sarah Lynn's Gold aufträgt, glaube ich, dann ist man definitiv auf der sicheren Seite. So, jetzt haben wir aber auch etwas für die Herren der Schöpfung und das ist, ups, jetzt habe ich ihn fast umgeschubst hier, den guten Tom Cobani. Das ist nämlich Tom Cobani's Black, ein Wahnsinnsduft. Ich glaube, Tom Cobani's Black und Tom Cobani's Gold hat mittlerweile die komplette Belegschaft von Pearl TV, oder? Und nicht nur die. So, Achtung, was sagt die Dame des Hauses? Sprüh mal hier drauf, bitte. Sei mal so lieb. Ja, Moment. Leicht verfliegen lassen. Nie immer direkt nehmen. Das ist dann zu intensiv. Ruhig mal ein paar Sekunden. Also wenn so ein Mann riecht, würde ich fragen nach der Telefonnummer. Oh ja. Da würde ich mich das trauen, weil deine Telefonnummer habe ich ja schon. Aber, das ist gut, oder? Das ist richtig gut. Das riecht nach diesem 80-Euro-Duft. Kennst du den von dem Modezar? Weißt du, was ich meine? Von dem mit dem Zopf und der dunklen Sonnenbrille, der immer die Handschuhe trägt? Genau so riecht es. Ja, trägt der Handschuhe? Der trägt immer Handschuhe, glaube ich zumindest. Wir reden jetzt nicht von Michael Jackson, oder? Nein, nein. Da müsstest du tief buddeln, damit du da drankommst. Nein, nein, um Gottes Willen. Nein. Das hier ist Tom Cobani's Black, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das Schöne ist, dass wir hier auch wirklich auch die etwas frischere Nuance mit drin haben. Eine männlich herbe Note, die das Ganze wirklich abrundet, aber eben auch frische Nuancen. Da ist Melone mit drin, da ist ein leichter Hauch von Mandarine, Gurke natürlich mit dabei, Basilikum, Geranie, Salbei. All diese Geschichten sind hier wirklich zu einer perfekten Duftkombination zusammengetragen worden. Wichtig ist, hast du vergessen, Leder. Hölzer. Das sind und so diese männlichen Noten, die drin sind. Ja, das sind die Duftnoten, wo wir Frauen so drauf abfahren, wenn wir das riechen. Super. Weil
Hervorragend. Also als ich den Duft das erste Mal gerochen habe, da habe ich mir wirklich einen Mann vorgestellt, der halt Erfolg im Beruf hat, ja. Auch bei den Frauen vielleicht, einen teuren Wagen fährt, eine dicke Uhr am Handgelenk, einfach einen perfekt sitzenden schwarzen Anzug, ein offenes Hemd, ein paar sündhaft teure Schuhe, ja. Und den Sportwagenschlüssel so lässig hier so am einen Finger baumeln, oder? Ja. Dazu so ein cooler Drei-Tage-Bart oder was, so eine schöne braun gebrannte Haut und dann so richtig so ein cooler Typ, den man eigentlich schon auf 100 Meter Entfernung ansieht. Der Mann hat was zu sagen, der Mann hat was erlebt. Dieser Mann, der ist einfach erfolgreich und zwar in alle Richtungen. Ja? Also wenn ich diesen Duft rieche, denke ich immer so ein bisschen an George Clooney irgendwie. Ich hatte es auf der Zunge liegen. Ja. Das ist so dieses typische Modell Mann, was man mit diesem Duft immer verbindet. Der Mann ist erfolgreich, der sieht blendend aus, der ist immer gut gepflegt, dem laufen die Frauen scharenweise nach. Dem glaubt man eigentlich alles, wenn man ihn so sieht oder wenn er einen verspricht. Und genau das ist es, was ich persönlich mit Tom Kobanis Black auch verbinde hier. NC 4872 und die 569. Liebe Damen, für 8,43 Euro auch ein perfektes Ostergeschenk. Oh ja. Ostern steht vor der Tür und ich wiederhole mich gerne, wenn ich sage, Männer freuen sich nicht über Tennissocken und Buchsen oder Unterhosen. Nee. Herrendüfte kommen immer gut an und das für kleines Geld. Aber wem das jetzt ein bisschen zu schwer ist, haben wir natürlich auch noch ein frisches Eau de Toilette. Ja, haben und wir hier, haben wir auch da nochmal. Tom Kobani Sport. Genau. Das ist ja auch ein toller Duft, da freue ich mich immer, wenn wir den präsentieren dürfen. Das ist ein hochwertiges Eau de Toilette, 100 Milliliter. Und das, Gott, ich denke jedes Mal, wir haben einen Schreibfehler. 4,61 Euro. Das ist ein absoluter Wahnsinn, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Super. Toller Duft, oder? Sekunde, meine Herren, ich zeige Ihnen mal, warum Sie zugreifen sollten. Pass mal auf. So. Ja. Ja. Ja, jetzt mal ran an den Speck hier. Nein. Netter Duft, liebe Herren. Oder? Ja. Das ist Tom Kobani Sport. Diese Reaktion, die hat man ehrlich gesagt fast immer, wenn man diesen Duft aufträgt. Ja. Hier ein perfekter Duft, gerade jetzt ins Frühjahr hinein. Wenn Sie jetzt vielleicht einfach mal cool mit einer Jeans unterwegs sind, ein paar schicke Sneaker drauf, schönes offenes Hemd zum Beispiel oder die Ärmel hochgekrempelt, ein Polohemd, die Sonnenbrille lässig in die Haare gesteckt oder auf der Nase. Das ist eigentlich so genau das, was ich mit Tom Kobanis Sport verbinde. So frisch geduscht im Urlaub, wenn du so eine Woche Urlaub hinter dir hast, du bist so tiefenentspannt, du bist braun gebrannt, du bist gut erholt, du bist ausgeschlafen, du fühlst dich wirklich pudelwohl und dann kommst du so morgens aus der Dusche raus, so richtig frisch und erholt und dann trägst du Tom Kobanis Sport auf. Das ist wirklich so, das riecht wie frisch geduscht, wie erholt, entspannt. Ja. Ach, einfach nur sorgenlos und gut riecht es. Und das riecht übrigens auch nach 50 Euro, muss ich sagen. Also wenn du damit überhaupt mal hinkommst. Das persönlich erinnert mich an einen Hersteller, der viel mit Pferden und mit Polosport und sowas zu tun hat. Da zahlst du für so einen Flakon mit 100 Milliliter Inhalt locker dann 120 Euro für. Ja, natürlich muss man dazu... Ja, aber du zahlst ja da ja den Namen. Das ist der Punkt. Da habe ich ja nichts davon. Aber du zahlst den Namen, du zahlst die enormen Pachtmieten in den Innenstädten von den Parfümerien. Du bezahlst natürlich auch ein Stück weit die Beratungsansätze, die du da bekommst und so weiter. Ja. Das sind natürlich alles Kosten, die von den entsprechenden Herstellern, die von den Anbietern auch in den Innenstädten bezahlt werden müssen. Und selbstverständlich tragen sie die als Kunde mit. Ja, glauben Sie, irgendjemand schenkt Ihnen da was? Nein, garantiert nicht. Mir übrigens auch nicht. Und wir haben eben diesen kompletten Rattenschwanz, der normalerweise hinten dran hängt, in dieser ausgeprägten Form nicht. Und insofern können wir natürlich auch bei den Stückzahlen, die wir normalerweise von unserem Lieferanten einkaufen, ganz andere Preise machen, als es der Einzelhandel jemals könnte. Komm. So. Und wir haben natürlich auch hier eine Bestellnummer. Und das ist die NC 4871 und die 569 für unser Tom Kobani Herrenduft namens Sport. Und das mit der für kleines Geld, Artikelnummer habe ich ja gerade schon erwähnt, 100 Milliliter ist auch nicht gerade wenig. Ne? Also da haben sie lange von Freude. Ein, zwei Spritzer genügen hier vollkommen aus. Und wenn Sie diesen Duft zu Hause haben, Sie werden denken, stimmt, den habe ich schon mal gerochen in der Parfümerie, in der Drogerie, nur dass Sie dafür weitaus mehr Geld wollten. Aber Sie kennen das ja bei uns, Qualität zum kleinen Preis. Probieren Sie es mal aus, weil für 4,61 Euro, da macht man ja auch nichts falsch. Das ist der Punkt. Also ganz ehrlich, wenn man einfach mal eine schöne Geschenkidee braucht oder wenn Sie einen netten Kollegen haben oder was oder einen netten Nachbarn, dem Sie einfach mal Danke sagen möchten, glaube ich, da kann man hier für so kleines Geld definitiv nichts falsch machen. Ist eine interessante Mischung hier. Rechts das Black und links das Sport. Ist aber auch zusammen. Gar nicht mal so verkehrt. Warum eigentlich nicht? Aber damit hat die Reise eigentlich angefangen mit unseren LED-Echtwachskerzen. Mhm. 6 Stück. Hier mit einem Akku betrieben für gerade mal 28,41 Euro. 10 cm hoch, 5 cm vom Durchmesser. Und pro Akkuladung kommen Sie hier ungefähr 8 Stunden mit. Kein Ruß, keine Feuergefahr. Keine Gerüche in der Wohnung, die können Sie auch mal locker brennen lassen, wenn Sie mal das Haus verlassen. Also wirklich perfekt, weil Sie einer echten Kerze zum Verwechseln ähnlich sehen. Die NC 6323 und die 569. Tja, und für romantische Momente in der Badewanne ging es dann weiter mit unserer Badewannenauflage.
können Sie nutzen, entweder allein, wenn Sie sich mal ein gemütliches Buch zur Hand nehmen wollen, oder aber auch zu zweit, denn wir haben noch eine zweite Halterung für ein zweites Wein- bzw. Sektglas für das gemütliche Bad der Welt, allein oder zu zweit. NC 7123 und die 569. Kerzenständer ist auch noch integriert, natürlich auch ein Buchständer, und unten können Sie dann locker noch ein paar Badeutensilien hineintun und das für unter 13 Euro. So, dann haben wir hier nochmal unser Massagekissen und das ist wirklich Luxus pur. Das ist die Wohlfühlmassage, wann immer Sie die möchten und vor allen Dingen auch so lange, wie Sie sie möchten. Zwei Intensitätsstufen und vor allen Dingen auch wo immer Sie möchten, ganz genau. Denn wir haben hier diese praktischen Saugnäpfe, das heißt dann in der Keramik, also auch an der Badewannenwand, hält das Kissen also locker, kann auch mal für den Oberschenkel, für den Nackenbereich oder was eingesetzt werden. Und das eben durch diese Komfortnoppen extrem entspannen. Mit der NC 5110 und der 569 für 18,91 € natürlich 100% wasserfest. Tja, dann haben wir hier noch unser wunderschönes sechsteiliges Badeset aus Naturmaterialien gefertigt. In dieser wunderschönen dekorativen Holzschale. Da ist der Rückenmassagegurt dabei, der Massageroller, die Haarbürste, die Nagelbürste und hier nochmal rechts zu sehen der Bimsstein. Alles dabei zum Wohlfühlen. Für mich ist das auch ein wunderschönes Geschenk. Und in dieser kleinen Schale, Holzschale, findet auch noch ein kleiner Platz, zum Beispiel für einen unserer Düfte, statt. NC 4805 und die 569 für unter 7 Euro. Ja, vielleicht auch schön. Da vielleicht hier zu diesem Badezuber mit dem ganzen Inhalt vielleicht noch mal Sarah Lynn's Gold dazu oder was? Noch ein schönes Handtuch dazu? Warum eigentlich nicht? Ja, da haben wir sie nochmal für Sie im Überblick. Und zwar haben wir die immer in zwei verschiedenen Größen. Wir haben die in 80 x 40 cm, wir haben die aber auch in 1,80 m x 90 cm. Die kleinen kommen auf 6,56 € und die großen liegen bei 16,06 € pro Stück. Hier nochmal in der Farbgebung Grau. Genau, Grau ist wunderschön, wir haben es ja gesehen. Das schimmert je nach Farb- oder je nach Lichteinstrahl, schimmert das so leicht silbrig. Also wirklich ein ganz tolles Grau, nicht so ein Mausegrau, sondern was ganz Besonderes. Zwei verschiedene Oberflächen, aber auch Blau. Blau ist dieses schicke Royalblau, meine Lieblingsfarbe. Gerade auch zu weißen Badezimmerfliesen. Vielleicht sind sie auch so ein bisschen marinemäßig eingerichtet mit Leuchttürmen, mit Muscheln, die man am Strand gesammelt hat. Da passen die Blauen natürlich wunderbar hinein. Ich würde mir an ihrer Stelle gleich kleine und große bestellen. Da bist du immer mal auf der sicheren Seite, je nachdem, wie viele Personen im Haushalt sind, je nachdem, ob sie vielleicht auch gelegentlich mal Gäste haben, da hast du immer mal was Manierliches im Schrank. Da musst du dich nicht schämen, wenn du die alten, abgewetzten Handtücher rausholst. Damit kannst du dich wirklich sehen lassen. Warum nicht auch mal in der Farbe Grün, ein richtig schönes Froschgrün, ein richtig schönes knalliges Grün, was wir hier haben. Auch hier eben in 80 x 40 für das klassische Handtuch oder eben 1,80 x 90 cm für das Badetuch. Und hier sehen wir es nochmal in Orange. Auch eine richtig peppige Farbe, oder? Fällt mir gut. Zwei Seiten, zwei Oberflächen. Eine super saugfähig und eine flauschig weich. Orange ist natürlich auch eine sehr schöne, warme Farbe. Also selbst im Winter scheint da privat für Sie im Badezimmer die Sonne. Ja. Sie müssen jetzt sich entscheiden, welche Farbe, natürlich schwarz haben wir zu guter Letzt auch noch. Genau, und auch die in zwei verschiedenen Größen, in 80 x 40 cm oder in 1,80 x 90 cm. Natürlich sind all die Handtücher waschbar bei 40 Grad und alle werden Sie natürlich in dieser praktischen Aufbewahrungs in dieser Aufbewahrungsschlaufe geliefert. Das ist dieses Netzteil. Ganz tolle Geschichte jetzt hier. So, und dann haben wir natürlich auch drei Düfte kennengelernt. Der erste Duft ist speziell für die Dame gedacht. Unser Sarah Lynn Damenduft namens Gold. Das ist ein Eau de Parfum, beziehungsweise zwei Düfte bekommen Sie nach Hause. Also 2 × 50 ml. Es ist ein sehr blumig und femininer Duft. Mit diesem Duft machen Sie immer einen guten Eindruck, liebe Frauen. Für kleines Geld, 7,63 Euro, bestellen Sie sich bitte die NC 4870 und die 569. Liebe Männer, vergessen Sie nicht, bald ist Ostern. Auch wir Frauen freuen uns über einen schönen Duft. Dito, Frau Kollegin. Ja. Tom Cobanis Black haben wir hier nochmal für Sie als Eau de Parfum. Ausgesprochen ergiebig. Bitte, meine Herren, nicht zurückschrecken vor dem Eau de Parfum. Nur immer einfach 2, 3 Spritzer weniger nehmen, weil das wirklich sehr, sehr ergiebig ist. 100 Milliliter, da kommen Sie ewig mit. Sieht aus wie ein Duft, der normalerweise im dreistelligen Bereich preislich angelegt ist. Kostet aber gerade mal 8,43 € für unser Tom Cobani Herrenduft Black. Als Eau de Parfum mit 100 Milliliter Inhalt. Bestellnummer ist die NC 4872. Und die 569. Und wer es lieber ein bisschen sportlich frischer mag, dann sollten Sie hier bei unserem Tom Cobani Sport zuschlagen. Er ist ein Eau de Toilette, also ein sehr frischer Duft. Natürlich auch da, das kommt super gut bei den Frauen an, liebe Männer. Bestellen Sie sich bitte mit der NC 4871 und der 569. Nochmal, Sie sparen hier 77%. Das heißt 4,61 €, das ist, und so würde Carsten sagen, ein absoluter Schnapper. Definitiv. Das ist für mich ein Schnapper des heutigen Tages. 4,61 € für ein Eau de Toilette mit 100 Milliliter Inhalt.
was fast so ähnlich riecht. Bei all den Düften hat man das Gefühl, man hat es schon mal irgendwo gerochen, man kennt es. Es sind bekannte Düfte, die Duftkompositionen, die kann man eben nicht immer wieder neu erfinden. Nur man zahlt natürlich an anderer Stelle gerne mal die sogenannten Mieten. Man zahlt die Verpackung, man bezahlt die Beratung, all diese ganzen Geschichten. Und den Namen. Und den Namen natürlich, das fällt bei uns zum Großteil weg. Und insofern können wir Ihnen ganz andere Preise machen. Und für 4,61 € für Dom Kobanis Black oder Sport in dem Fall hier, ist das also wirklich mal eine richtige Hausnummer. Waren schöne Sachen dabei, oder? Allerdings. Das Badezimmer für die dekorativen Einrichtungsideen zu Hause. Die Handtücher sind super und der Duft, also, da macht man nie was mit falsch. Egal, ganz tolle Geschichte. Ob man sich das jetzt heute mal selber gönnt, einfach nur mal so, oder ob man sagt, ach ja, da habe ich gleich ein paar nette Ostergeschenke. Ne? Egal, ob das jetzt diese Badeutensilien waren oder hier unsere Düfte, das kommt immer gut an und damit kann man auch nichts falsch machen. Auch die Handtücher. Vielleicht haben sie noch so alte Schinken zu Hause, ne? Die, wo sie sagen, ach Mensch, ich wollte mir sowieso schon mal neue gönnen. Aber Blümchenmuster und rausgegriffen und ein rausgeschliffener Schlaufe da oben, oder? Ja, aber Mikrofaserhandtücher sind ja auch sehr teuer, dann können sie hier bedenkenlos zuschlagen. Ja. Ich sag's nochmal, Qualität zum kleinen Preis. Sie sollten jetzt zum Telefonhörer greifen und die 0180 51 51 und dreimal die 2 wählen. Mhm. Oder Sie bestellen ganz bequem im Internet unter www.pearl.tv. Mhm. Decken Sie sich ruhig reichlich mit ein. Also sowohl von den Parfums als auch von den Handtüchern haben wir großzügig eingekauft. Auch die Echtwachskerzen erfreuen sich immer allergrößter Beliebtheit. Die ganzen Badezimmerartikel, natürlich tolle Geschenkideen. Gerade hier so kurz vor Ostern. Nochmal bitte, am 20. April ist Ostersonntag. Da sollten Sie nicht mit leeren Händen da stehen, wenn die Familie zur Tür reinkommt. Greifen Sie zu, decken sich ein. Günstiger wird es auch bei uns nicht mehr. Und wir wünschen ganz, ganz viel Freude mit dem, was wir angeboten haben. Viel Spaß damit.